Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Fallout 4. Wir machen weiter. Und beim letzten Mal sind wir ja hier stehen geblieben. Irgendwo müsste noch ein Gegner, müsste noch hier sein, irgendwo. Warte mal. Oh. Melonen, eigentlich im Prinzip das beste Obst, was es einfach gibt. Das ist so geil, Alter. So, das knacken wir mal für die Erfahrungspunkte. Na komm schon. Das wär's. Aha. Laborstation? Kann ich da irgendwas machen? Wahrscheinlich kann ich da irgendwas machen, oder? Der denn los? Haben die Leute hier umgebracht oder was? So, zack. Ein bisschen Cash muss schon sein. Ich hab denen immerhin beim letzten Mal geholfen, ne? Ach du Scheiße, Leute, es ist. Nee, jetzt nicht. Das machen wir noch alles. Also machen wir, falls es. Ja, egal. Falls wir das knaller durchsehen hier, das Spiel natürlich. Okay. Wo bin ich eigentlich jetzt hier auf der Karte? Eigentlich doch, ja, da ist doch Diamond City schon. Ich, Alter, ey, ohne Witz, ey, also dieser Radar ist irgendwie. Ich hab das Gefühl, der war mal ein bisschen geiler bei Fallout 3. So, ich will jetzt einfach nur nach Diamond City, da wird schon wieder geballert. Und dann habe ich mein Ziel erstmal erreicht. Und danach können wir weiter gucken. Wieso kann ich den nicht anvisieren? Geht doch! Yes! So! Du mieses Schwein! Du hast meinen Hund wehgetan und ich hab deinen getötet, Junge! So sieht's nämlich aus. Haben wir da Munition? Nein, haben wir nicht. Das mit den Granaten könnte schief gehen. Wie beim letzten Mal halt. Das mit den Granaten, tut mir leid, das ist einfach. Ich hab die doch ausgewählt. Wie zum Teufel.
So. Du dich nur verstecken, kleiner Mistfink. Ich mach dir nur Platz. Ich krieg das auf jeden Fall locker. Shotgun Billy! Shotgun Billy? Yes. Shotgun Billy Nummer 2? Ne, du stehst so weit weg. Moment. Ah, ich habe keine Munition mehr dafür. Wuhu, Alter, wie bei Sniper Elite. So, ich muss ihn einfach nur kurz mal einmal so reanimieren mäßig, ja. Moment, sorry Leute, ich muss mich auch gerade ein bisschen konzentrieren, damit ich es nicht verkacke. Schnell speichern kurz, bevor wieder eine random New kommt aus dem Nichts. Ey, die Schweine. Granatengott Johnny plus Shotgun Billy, Alter, was geht? Ihr habt keine. Oh mein Gott, nervt das so krass. Komm her, komm her. Komm her, Kleiner. Ich höre dich schon. Wo bist du da? Oh, wir haben Zitternis, Alter. Oh mein Gott. Hör auf zu zittern. Ja, hier nimm allein mal den Fatman und die Minigun. Alleine, wenn du das schon durch die Gegend trägst. Warum spiele ich eigentlich nicht mit der Minigun? Was geht hier zur Hölle nochmal ab eigentlich? Was ist mit mir los? Bin ich dumm? Diamonds forever, forever. Na, wo seid ihr denn jetzt? Jetzt packe ich hier mein dickes Ding aus. Oh, dann rennt ihr weg, wie die Weiber, wenn ich mein dickes Ding auspacke. Ja. Jetzt hast du schon ausgesprochen. Aber egal. Der war lustig. Kannst du mal bringen. Sowas kann man mal bringen. Apartments? Nein, 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 nein. Sowas können wir nicht bringen. Ich will jetzt nach Diamond City. Das ist das Ziel, was ich mir vorgenommen habe. Das Problem ist immer, ich lasse mich ab. Ach du Scheiße, was ist hier denn passiert? Raus. Moment. Raus. Raus, raus, raus hier erstmal. Man merkt, ich meine, wir haben es ja schon gesehen, wir haben ja schon den einen oder anderen Mutanten umgebracht. Aber man merkt ja schon an den Fleisch, wie heißen die, Fleischbällchen? Nein, Spaß. Wie heißen die, Fleischkörbe? Wir haben doch gerade eins gesehen. Hier vorne, wie heißen die nochmal? Genau.
Ich sag's ja immer wieder, es ist zum Glück überhaupt nicht nervig, dass die Leute immer im Wege stehen. Fleischsack, genau. Daran merkt man auch mal ganz gut, dass man in der Nähe ist von Mutanten. Ein kleiner Teddy! Wer ballert da eigentlich die ganze Zeit rum? Fan Street Kanalisation. Ich habe Level abbekommen? Wann das denn, Leute? Hab ich's mitbekommen hier? Ich glaube schon beim letzten Mal, kann das sein? Gut, nehmen wir das. Tut mir das was? So, komm, wir gehen mal kurz gucken. Wir sind kein leichtes Ziel, Arschloch. Manchmal hasse ich diesen Job. Wo denn? Wo denn? Ach, da oben. Ach so. Es ist vorbei. Das war doch nett von uns, oder? Nice, nice, nice. So, jetzt weiter, 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 weiter Richtung. Das sieht ein bisschen aus wie die Hamburger SV-Route, irgendwie so ein bisschen. Zumindest muss ich daran gerade denken. Route, habe ich Route gesagt oder Raute? Raute natürlich. Diamond City, Cisway. Cisway. Hey. Scheiße, du hast wohl keine Angst vor Mutanten, was? Du bist unser Mann. Ja, Mann. Was geht? Was soll das heißen? Du kannst das Tor nicht öffnen. Hör auf mit dem Mist, Danny. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich hab befehlt, dich nicht reinzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mach nur meinen Job. Alter! Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Die Stimme. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier, du kannst mich nicht einfach aussperren. Ich kann hier den ganzen Tag warten, Danny. Mach auf! Die Stimme, ey. Ich verstehe aber gerade gar nicht, warum mich die so gecatcht hat gerade. Warum? Das ist einfach eine Stimme, die mich in meiner Jugend begleitet hat. Immer wenn ich aus der Schule gekommen bin. Erstmal RTL 2 an. Und zwar Tsubasa gucken. Das war die Stimme von Tsubasa, Alter. Voll krass. Also, aber das ist... Das ist wahrscheinlich nur was für 90er Kids. Du da, du willst doch nach Diamond City, oder? Wer bist du? Was? Wer bist du? Psst. Spiel einfach mit.
Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch die Lappen gegangen sind? Na gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Du zuerst. Nur zu gerne. Wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin! Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich! War das eine offizielle Ankündigung, Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse ausschalten. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Von welcher Zeitung redest du? Meiner. Public Occurrences. Wir sind die Stimme der Wahrheit. Also, bist du für uns oder gegen uns? Hasse-Zeitung. Zeitung unterstützen. Hasse-Zeitung. Zeitung unterstützen. Boah, nicht meine Angelegenheit. Ist eigentlich schon so. Also. Presse- und Meinungsfreiheit waren mir immer wichtig. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Kollege. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Willkommen im großen, grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort. Für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja? Boah, Leute, ey, die Stimmen, also die Synchronisation, Lippensynchro und so, boah, Gottes Willen. Scheiße, ist das schlecht. Also tut mir leid, also, das Spiel ist super, aber man muss auch mal Sachen ansprechen, die einfach mal so sind, wie sie sind. So. Wofür entschuldige ich mich? Das sind meine Videos, das kann ich auch meine Meinung sagen. Ruhig, was du denkst. Worüber streitet ihr beiden eigentlich? Was glaubst du? Wenn man Lügen druckt, sind alle glücklich. Aber wenn man die Wahrheit druckt... Also, bist du aus einem bestimmten Grund in unserer Stadt gekommen? Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Das ist der sicherste Ort im ganzen Commonwealth. Mit der stärksten Gemeinschaft. Und dem höchsten Lebensstandard. Wir haben Geschäfte, Ärzte, Schulen, eine funktionierende Stromversorgung, fließend Wasser und die Mauer als unseren heiligen Beschützer. Du wirst schon bald mehr über die Mauer erfahren, da bin ich mir sicher. Aber eigentlich hatten wir ja über dich gesprochen. Also, was hat dich hierher verschlagen? Ich suche nur was. Oh, und wonach suchst du genau? Einen kleinen Jungen. Er wurde entführt. Hast du gerade entführt gesagt? Und McDonough? Wird die Diamond City Sicherheit der Sache nachgehen? Und was ist mit den ganzen anderen vermissten Meldungen, die du bisher ignoriert hast? Hör nicht auf sie. Zwar können unsere Sicherheitsleute nicht jedem Fall nachgehen, der gemeldet wird, aber ich bin sicher, dass du hier Hilfe finden wirst. In Diamond City gibt es jede nur erdenkliche Dienstleistung. Einer unserer großartigen Bürger wird bestimmt die Zeit finden, dir zu helfen. Der Bürgermeister einer großen Stadt kennt doch sicher jeden. Wer kann mir helfen? Nun, Es gibt da einen Mann, Nick Valentine. Eine Art Detektiv, der sich darauf spezialisiert hat, Leute aufzuspüren. Meistens wegen irgendwelcher Schulden und so weiter. Oh, so, jetzt muss ich aber los. Es tut mir leid, dass die Diamond City Sicherheit keine Zeit hat, dir zu helfen, aber ich bin sicher, dass Mr. Valentine vernünftige Preise hat. Das ist doch lächerlich. Die Diamond City Sicherheit kann nicht mal einen Mann entbehren, um zu helfen? Ich will die Wahrheit, McDonough. Was ist der wahre Grund dafür, dass die Sicherheitsleute nie den Entführungen nachgehen? Ich habe jetzt genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell verwarnt. Ja, red nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. Ich bin beeindruckt. Es ist nicht so einfach, McDonough Informationen zu entlocken. Warum kommst du nicht mal in meinem Büro vorbei, wenn du bei Valentine warst? Ich glaube, ich habe gerade meine nächste Story gefunden. Tja.
Was meinst du dazu? Oh, kleiner Streuner, du. Hm. Ist denn wohl eine Baseballstadt? War ja klar irgendwie. Ja, so, ich weiß nicht, also mit den Mauern und alles musste schon an, boah, wie hieß die Stadt aus Fallout 3, die auf dem Schiff war, die war ja super geil eigentlich, wie hieß die nochmal, aber ihr wisst schon, welche ich meine, da muss ich kurzzeitig dran denken, ich hoffe, das kommt von der Coolness her so anders ran. Das wäre auf jeden Fall ziemlich geil. Officer? Geh rein. Alles klar. Hey. Danny Sullivan. Danny. Du bist also der Händler, von dem Piper gesprochen hat, ja? Irgendwie glaube ich, dass sie mich wieder reingelegt hat. Habe ich recht? Das war nicht gelogen. Morgen kommt meine Karawane mit den ganzen Waren an. Ernsthaft? Und du verarschst mich auch nicht? Oh, in dem Fall will ich gleich mal eine Anzahlung machen. Ich brauche ein paar Teile für das Tor. Hier, bitte. Naja, wie dem auch sei. Willkommen in Diamond City und so weiter. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Hammer geil, Alter. Der klingt immer genauso, immer noch genauso wie früher, der Typ. Heftig, ey. Ich hoffe nicht, dass meine Stimme in 15, 20 Jahren immer noch so klingt. Ich will, dass sie cooler klingt. Und nicht so beschissen wie jetzt, Mann. Komm mit rein. Komm schon. Komm doch mit rein. Willst du nicht? Okay, dann nicht. Tschüss. Na gut. Ja, kann man nichts machen, Mann. Ah, da bist du ja. Jo. Hey. Nee. Was ist das denn? Alter, ist es geil. Alter, ist es geil. Guck mal, die unterhalten sich da unten. Ja, super, ist da irgendein Gespräch getriggert. Man kann das gar nicht von hier oben richtig hören. Ich spring runter, Jungs! Nein, Spaß, Alter. Boah, fuck. Was wäre es passiert? Der Bürgermeister ist nicht bereit, über diesen Sündunfug zu sprechen. Solange du also keine Baugenehmigung brauchst, kann ich dir nicht helfen. What? Was war das mit den Sünds? Oh nein, darüber sage ich nichts. Ich mag meinen Job. Und du bist, Geneva, die Sekretärin des Bürgermeisters. Ich kümmere mich ums Tagesgeschäft. Bisschen alt, wie ich finde. Ich suche Arbeit. Als Söldner? Meistens sind ein paar Kopfgelder ausgesetzt. Schau dir mal die Steckbriefe auf dem Markt an. Erzähl mir mehr über diese Genehmigung. Derzeit ist nur ein Haus verfügbar. Es befindet sich im Stadtzentrum, direkt neben dem Markt. Du kannst die Räume nach Belieben gestalten. Die erforderlichen Werkzeuge für die Herstellung der Einrichtung bekommst du kostenlos gestellt. Erzähl mir etwas mehr über dieses Haus. Der vorherige Besitzer hat ein angrenzendes Lagerhaus gekauft und ein paar Wände eingerissen. Es ist also größer als die meisten anderen Häuser. Und er hat sein ganzes Werkzeug zurückgelassen. Du hast also alles, was du brauchst, um die Inneneinrichtung nach deinen Wünschen zu gestalten. Ich überlege es mir mal. Du hast alle Zeit der Welt. Mach keinen Blödsinn, wenn du in der Nähe des Bürgermeisters bist. Verstanden? Hä, wo ist denn der Bürgermeister jetzt? Oh, shit. Oh, willst du mich verarschen? Tatsächlich geht das nicht. Mann, Leute, wir müssen die loswerden übrigens.
Deswegen springe ich jetzt doch hier unten ein. Oh, warte mal. Ey, die Leute, die haben sich tatsächlich da unterhalten. Die sind da nicht mehr. Ich glaube, die hat mit ihrer Schwester geredet. Kann das sein? Sah von hier oben so aus. Das war ja mal richtig beschissen. Boah, Diamond City, geil. Okay, vielleicht kann es doch mithalten. Vielleicht kann es ja doch mithalten. So eine Mischung aus einem riesen Gebäude, also einem Stadion. Bisschen Megaton mit drinne reingemischt, weil in der Mitte ist halt einfach irgendwas, worum sich das Ganze gebaut hat. So sieht zumindest es aus, ein bisschen. Boah, krass. Geil, Leute. Geil, geil, geil. Ach, jetzt... okay, jetzt habe ich Diamond City entdeckt. Voll geil hier runter. Ach, scheiße, wo bin ich denn jetzt gelandet? Na gut, egal, ist auch egal. Wir beenden nämlich jetzt hier an dieser Stelle das Ganze. Und vielleicht kehre ich ganz kurz zurück und bringe meine Rüstung weg. Müssen wir natürlich nur noch... Welchen Stellplatz nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme den Stellplatz in unserer alten Heimat. Beim Rocket Station ist ja schon eine. Ja, ich glaube, so mache ich das. Ja, die Ladezeiten sind auch nicht von schlechten Eltern, ne? Ja, doch, doch. Ich glaube, so mache ich das. Und dann kehre ich zurück und dann können wir in Diamond City weitermachen. Und ich glaube, der eine Punkt in Charisma hat uns schon ganz gut weitergebracht. Ich glaube nicht, dass wir den hätten überreden können oder den einen belügen können, beziehungsweise ja, dem was erzählen können. Ich glaube, das hätte nicht gereicht. Deswegen ist es eigentlich ganz gut gewesen. Naja, gut, Leute. Das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in Diamond City und dann gehen wir da mal ein bisschen voran. Und ja, gucken mal, was noch so passiert. Ich weiß es nicht. Seid gespannt. Danke fürs Zusehen, was euch gefallen hat. Ihr wisst ja, lasst gerne ein Like da. Wäre super. Wir hören uns. Haut rein und tschüss. Ich hätte mehr tun sollen. Hoffentlich bezahlen die Raider für ihre Taten. Was ist los?